Das folgende Video thematisiert Inhalte, die für einige Personen ungeeignet sein können. Grafisches Material, beispielsweise Tatortfotos, wird in entschärfter Form gezeigt. Als die Mutter von Christopher Kersey am Abend des 20. April 1990 von der Arbeit kommt, wundert sie sich, dass ihr Auto nicht mehr vor ihrem Haus in Minnesota steht. Beim Betreten des Hauses findet sie eine Notiz ihres Sohnes. Mom, es ist etwas Wichtiges dazwischen gekommen. Und es geht mir besser. Bin um 6 zu Hause. Falls ich nicht verloren gehe. In Liebe, Chris. Seltsam ist, dass das Wort verloren zweimal unterstrichen wurde. Am Morgen seines Verschwindens blieb der 17-jährige Christopher Kersey wegen Kopfschmerzen zu Hause. Christopher war niemand, der dafür bekannt gewesen wäre, die Schule hin und wieder zu schwänzen. Im Gegenteil. Er hatte nicht nur herausragende Noten, sondern war auch Kandidat für ein Stipendium. Außerhalb der Schule besuchte er 2 Vereine und hatte vielfältige Hobbys. Die seltsame Nachricht, die er seinen Eltern hinterließ, beunruhigte sie zunächst nicht. Christopher war bekannt dafür, sich öfters mit dem Auto zu verfahren und nutzte die Worte verloren gehen häufig in diesem Zusammenhang. Allerdings erreichte die Eltern am nächsten Tag ein beunruhigender Brief ihres Sohnes. Er schrieb darin, dass er noch nicht wisse, wo er hin wolle und machte Andeutungen auf einen Suizid. Christopher entschuldigte sich dafür bei seiner Familie. Am dritten Tag nach seinem Verschwinden fand man den vermissten Dodge Caravan der Familie schließlich, verlassen in Nord-Minnesota. Neben dem Auto hat Christopher auch das Gewehr seines Vaters mitgenommen. Warum er aber keinerlei Munition eingepackt hat, bleibt ein Rätsel. Es stellt sich heraus, dass er am Tag seines Verschwindens noch $200 von seinem Sparkonto abhob. Was mit Christopher passierte, kann heute nur spekuliert werden. Ein unbestätigter Hinweis kam von einem Paar, das einen Anhalter mit nach Duluth nahm. Laut deren Aussagen hatte er eine gewisse Ähnlichkeit mit Christopher. Duluth war auch der Ort, von dem aus der Brief zu Christophers Eltern abgeschickt wurde. Im Verlauf der Untersuchungen erhielten Christophers Eltern viele seltsame Anrufe, bei denen niemand sprach. Es waren aber Hintergrundgeräusche zu hören, die sich laut seiner Mutter nach einer Party anhörten. Christopher wäre heute 48 Jahre alt. Es entstanden Fahndungsfotos, in denen die Behörden das heutige Aussehen von Christopher rekonstruierten. Offiziell ist er als von zu Hause weggelaufen und möglicherweise Opfer eines Selbstmordes geführt. Die Polizei hofft immer noch darauf, dass jemand das Gewehr von Christopher findet und sich so neue Hinweise ergeben. Einen Teil der Sommerferien 1991 verbrachte der 12-jährige Jared Negrete im Pfadfindercamp Camp Tuckwitz, Kalifornien. Von dort aus sollte sein erster Pfadfinderausflug mit Übernachtungen starten. Jared war begleitet von 13 anderen Pfadfindern und einem erwachsenen Betreuer. Großes Finale des Ausflugs und Ziel der Reise war die Spitze des San Gorgonio. In 11.500 Fuß Höhe ist sie ein beliebtes Ziel für Wanderer und Pfadfinder. In der Umgebung finden sich etliche Camps. Noch bevor die Gruppe ihr Reiseziel erreichen konnte, wurde Jared mehr und mehr erschöpft. Verantwortungslos bat man ihn, etwa 300 Höhenmeter unter der Bergspitze zu warten, bis die Gruppe an das Ziel gelangen und wieder zu ihm zurückkehren konnte.
Als die Pfadfinder jedoch wieder an dem Treffpunkt ankamen, fehlte von Jared jede Spur. Es fanden sich in der unmittelbaren Umgebung keine Hinweise auf den Verbleib des Jungen. Kurz darauf begann eine umfangreiche Suchaktion, begleitet von etlichen Rettungsteams und Hubschraubern. Obwohl die Behörden in den ersten Tagen gute Überlebenschancen wegen des milden Wetters und ausreichend Wasserquellen in der Umgebung voraussagten, fand man nur Hinweise darauf, dass Jared etwas zugestoßen sein muss. Schuhabdrücke auf 10.000 Fuß Höhe lassen darauf schließen, dass er die Wanderung nach einer Ruhepause alleine fortsetzen wollte und seine Kameraden aufzuholen versuchte. Er muss sich dabei verirrt und auf einen falschen Pfad abgebogen sein. Letztendlich fanden die Rettungsteams nur Bonbonpapier, das von Jared zu sein stammte, seinen Rucksack und zuletzt seine Kamera. Auf dem Film waren fast nur Landschaftsaufnahmen, aber auch ein letztes mysteriöses Bild von Jared, das er kurz vor seinem Tod aufgenommen haben muss. Du bist Manager eines Parkhausservice in einem großen Hotel, inmitten des teuersten Viertels Chicagos. In einer der oberen Etagen findet heute, den 15. Mai 1970, eine Party statt. Gegen 21.30 Uhr läuft ein älteres Ehepaar von der Party zu ihrem Auto. Der Mann scheint ziemlich wackelig auf den Beinen. Du siehst noch, wie der Wagen beim Herausfahren mit seiner Tür an einem der Betonpfeiler vorbeischrammt. Dein letzter Blick trifft die Beifahrerin, die seltsamerweise zu weinen scheint. Der Wagen verlässt das Parkhaus und biegt in die entgegengesetzte Richtung der Einbahnstraße vorm Hotel ab. Danach verlieren sich seine Spuren in der Nacht. Du warst gerade die letzte Person, die das Ehepaar Andrews vor ihrem spurlosen Verschwinden im Jahre 1970 gesehen hat. Stefania und Edward waren beide 62 Jahre alt, in guten Jobs beschäftigt und sollten in Kürze ihren Ruhestand genießen können. Die Arbeitskollegen Edwards hatten bereits zum Mittagessen bemerkt, dass er einen kranken Eindruck machte. Auf der Cocktailparty haben dies einige der Gäste bestätigen können. Edward bat seine Frau darum, die Party zu verlassen und etwas essen zu gehen. Sie werden das letzte Mal vom Parkhausmanager in ihrem Oldsmobile 442 gesehen. Was danach passierte, konnte nie aufgeklärt werden. Die Polizei ging zunächst davon aus, dass Edward in seinem schlechten Allgemeinzustand mit seinem Wagen in den Chicago River fuhr. Nachdem dieser mit den angrenzenden Gewässern abgesucht wurde, war man sich zu 95% sicher, dass der Wagen nicht in den Fluss gestürzt sein konnte. Im Bekanntenkreis kannte man die Andrews als gewissenhaftes Ehepaar. Niemand ging davon aus, dass sie ohne Bescheid zu sagen verreisen würden. Auch gab es keine Hinweise auf eine mögliche Flucht. Als die Ermittler das Haus des Ehepaares untersuchten, fanden sie keinerlei Hinweise auf ein Verbrechen. Alles war in bester Ordnung. Die einzigen Gegenstände, die vermisst wurden, waren die, die beide auf der Cocktailparty bei sich trugen.